Genau, fahr nochmal drüber. Damit der Notarzt noch ein bisschen was zu tun hat. Nochmal über den Kopf und dann nochmal über den Kopf vom Notarzt drüber und dann mal auf der Stelle gewendet. Sehr schön. Oh Mann, oh Mann. Also manchmal bin ich dann doch ein bisschen müde. Frenkel frotzelt. Heute. Let's play Emergency 5. Löschen Sie alle Brände und kümmern Sie sich um alle weiteren Schäden. Ja, ist gut. Rüstwagen. Zu Befehl. Defekter Schaltkasten. Wo bleibt er denn jetzt? Kann aber nicht wahr sein. Wir haben 17.58 Uhr. Eigentlich wollte ich schon Feierabend machen jetzt hier. Matthäus Züll 14. Wann kommt der ETS 2 Multiplayer? Wegen Zuschauerkonvoi. Ja, ich werde mich drum kümmern. Ich kann alles nicht alles gleichzeitig machen. Was ist denn jetzt los? Warum kommt denn der nicht? Ich verstehe das nicht. Soll doch dieser scheiß Baum abfackeln? Ist mir doch scheißegal. Ich will diesen Schaltkasten reparieren. Sag mal. Verstehe ich jetzt nicht. Wo bleibt der denn? Verstehe ich wirklich jetzt nicht. Wo bleibt der? Ich hab den doch da. Bin dabei. Ach komm. Oh komm ey. Okay, also normalerweise ist jetzt Feierabend. Normalerweise ist es um 18 Uhr Schluss. Jetzt haben wir aber noch 129 Zuschauer da. Deswegen, ich werde es jetzt noch bis zur nächsten Story-Mission werde ich es noch spielen. Und dann gibt es den Bausimulator 2015 zu gewinnen. Jetzt muss ich aber nochmal Pipi machen, weil ich habe so viel getrunken jetzt. Ich dachte eigentlich, jetzt wäre Feierabend, aber... Also, ich bin dann gleich wieder da und dann bringen wir das noch zum Abschluss, ne? Also, bitte dranbleiben, ne? Ihr könnt noch ein Spiel gewinnen. Bis gleich. Ich bin wieder da. Und jetzt, schreibt mir Costa Let's Play, der Wagen steckt fest in der Wache. Wartet mal, da bewegt sich irgendwas. Das ist ein Rüstwagen, der fährt heim. Das kann doch jetzt nicht, ich kann doch jetzt nicht daran scheitern, dass dieser Scheißwagen. Wo ist denn die Wache überhaupt? Jetzt schicke ich den auch mal heim, ne? Okay. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Auf dem Klo kommen einem die besten Ideen. Und ich habe gerade einen ganz üblen Verdacht jetzt. Muss ich gestehen. Wo ist denn hier? Moment mal. Wo ist denn die Wache? Wie sieht denn die aus? Ist das die Wache? Ne, das ist der brennende Baum. Ah ja. Machen wir das jetzt. Aussteigen. In Ordnung. Hä? Die habe ich doch gar nicht dahin geschickt. Moment mal. Ihr sollt doch ganz woanders hin. Ihr sollt doch zu dem Baum. Scheiße. Habe ich da keinen hingeschickt? Jetzt drehe ich völlig durch. Moment, ich komme gerade auf den Gedanken dann gleich zurück, diesen Verdacht, den ich gerade hege. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie die scheiß Wache aussieht. Wie sieht die denn aus? Das hier ist ein Brand. Das hier ist ein Brand. Aber das ist ja gar kein Brand, das ist ja der Schaltwagen. Ihr sollt doch, der Schaltkasten, ihr sollt doch... Och, leck mich doch, das kann doch nicht wahr sein. Und jetzt los. Ja, erwarte Befehl, was geht's? Obwohl doch, das ist auch ein Brand mittlerweile. Ja, dann können sich der auch noch drum kümmern. Schlauch. Bin dabei. Los. Bevor dann das ganze Haus brennt noch. So, und was macht ihr jetzt dann hier? Löschen, ne? Oder? Ist in Arbeit. Macht ihr das jetzt oder was? Okay, zumindest kümmert ihr euch darum mal. Das ist schon mal sehr schön. So. Da muss ich jetzt dann irgendwie nochmal noch was Neues herschicken. Hilft ja nichts. Schick mal halt dann noch einen Rüstwagen. So. Jawohl. Und wo finde ich jetzt den blöden, verkackten... Was ist denn hier los? Was geht's? Hä? Ich muss den gar nicht reparieren? Ich blick überhaupt nichts mehr gerade. Egal. Ich hab's geschafft. Jawohl. Warum auch immer. Nach einer Explosion ist ein Gebäude zusammengebrochen. So. Alle Personen, die sich im Gebäude befunden haben, sind von Trümmern verschüttet worden. Retten Sie alle Opfer. Wenn nötig, löschen Sie alle Brände. Ich habe jetzt auf dem Klo, ist mir ein Gedanke gekommen, und zwar folgender.
Warum geht das jetzt immer weiter, habe ich mir gedacht. Ne? Warum kommt nicht die nächste Hauptmission? Ich habe so langsam das Gefühl, dass das Spiel so lange wartet, bis ich das hier auch gekauft habe. Normalerweise würde das Spiel vermutlich mal erwarten, dass man das Billigere zuerst kauft. Ne? Aber der Frenkel hat sich natürlich gedacht, nö, ich kaufe das nicht zuerst, sondern das Teure. Und wahrscheinlich brauche ich das bei der nächsten Mission. Wenn das jetzt aber so wäre, ja, dann wäre diese Kaufen-Option ja eigentlich völlig für den Arsch, wenn das Spiel immer drauf wartet, bis ich das Richtige gekauft habe, damit ich weiterspielen kann. Dann hätten sie sich das auch schenken können mit dem Kaufen. Ist doch völliger Schwachsinn, oder? Versteht ihr, was ich meine? Blödsinn. Okay. Da wird ja dann hoffentlich mal ein Rüstwagen irgendwann mal herkommen. Da habe ich jetzt einen hingeschickt. Was haben wir denn jetzt hier noch? Ach komm, leck mich am Arsch hier. Trümmerteile. Ach komm! Okay. Wenigstens sieht man, was genau kaputt ist. Okay, alles klar. Wir brauchen Bergefahrzeug. Das ist schon mal das Wichtigste. Jawohl. Wir brauchen alles, was wir kriegen können hier. Rettungstransportwagen. Nehmen wir alle mal hierher. Okay. Und ich sage euch was. Wenn ich das Ding jetzt für 5000 Credits gekauft habe, das Transportfahrzeug Motorboot, dann kommt wahrscheinlich die nächste Mission. Könnt ihr euch darauf verlassen. Habe ich so einen Urin gehabt. So. Zack. Wird erledigt. So, du musst alle kaufen, die vorhanden sind. Ja, sag ich doch. Aber dann ist doch diese Kaufoption völlig für den Arsch. Dann könnten wir doch das mit dem Geld völlig weglassen und mir einfach immer, wenn ich ein neues Fahrzeug brauche, mir das einfach zuteilen. Aber wozu brauche ich da eine Kaufoption? Das ist ja kein Wirtschaftsfaktor oder sowas. Ist doch völlig für den Arsch. Ich sehe schon, ihr könnt mir nicht folgen. Naja. So, also. Hier fackelt Hamburg ab, weil irgendwie immer noch nichts angekommen ist. Sehe ich schon. Unfassbar. So, und der hier, das Taxi. Typisch Taxifahrer. Stehen bleiben und zugucken. Überhaupt nichts helfen. Verkackte scheiß Taxifahrer, ey. Man müsste normalerweise sofort ins Tierheim bringen. Taxifahrer gehören ins Tierheim. Hä, was ist denn jetzt los? Stromausfall? Oder wird schon wieder Tag? Sag mal, bewegt sich ja auch noch irgendwas? Höre. Jawohl. Sage mal, Freunde, was ist denn hier los? Ich blicke hier überhaupt nichts mehr. Was ist denn? Da bewegt sich was. Ah, da schau an. Haben sie sich doch noch überlegt. Hier steht auch noch was rum, ne? Oder wie soll ich das verstehen? Kein Plan. Da will keiner hin, ne? Da will einfach keiner hinfahren. So, okay. Dann kümmern wir uns halt mal um Sachen, die wichtig sind. Was geht's? Sofort. Mach den mal frei. Oh, scheiße. Wenn der dann nicht... muss wieder mit der Feuerwehr rausziehen wahrscheinlich, ne? Ah, schicken wir halt dann in Gottes Namen noch einen blöden Feuerwehrheini. Die Rüstwagen sind alle unterwegs. Wo sind die denn bitte? Verstanden. Verstehe ich nicht. Aha! Da hat sich mal einer entschlossen, eventuell mal bei den Bäumen zu löschen. Wie schön von ihr. Von dir. Ja, ja. Unfassbar. Bin bereit. Alles Komm. Klar. Das ist ein brennender Baum, kein Dornbusch. Ihr braucht ja nicht davor Ehrfurcht erstarren hier. Löscht einfach. Er löscht das. Zu Befehl. Er löscht das. Zu Befehl. Der löscht das. So, ein bisschen Arbeitsteilung hier, ne? Gut. Zack. Brauche ich auch noch einen Feuerwehrwagen? Nee, hab ich schon einen geholt. So. Ah, okay. Die ist, bereit gemacht. Was geht's? Zu Befehl. Erwarte Befehl. Wird erledigt. Raus. Ja, verstanden. Raus. Erwarte Befehl. Raus. Erwarte Befehl. Alle raus. So. Oh, das ist ein bisschen schlecht, ne? Der liegt so ein bisschen unter dem LKW jetzt. Kannst du vielleicht trotzdem helfen? Was geht's? Bin dabei. Das sieht nicht gut aus. Ich glaube, da muss er ein bisschen die Aorta nochmal ganz kräftig flicken hier. Das ist ja manchmal wirklich urkomisch hier. Schaut euch das mal an, ey. Herrlich. Herrlich! Ein Traum. So, wo ist der andere Notarzt-Trainer? Bin bereit. Ja, okay, dich brauchen wir gar nicht. Wird gemacht. Du kannst wieder heimfahren.
Ja. Ja. Und du musst jetzt hier noch, wenn du fertig bist, ne? Ja. Oh, ich brauche mal nicht bist mehr. Ist in Arbeit. Höre. Jetzt mach doch mal das hier noch. So, fertig, ja? Sehr schön. Hallo! Kein Problem. Na also, geht doch. Genau, fahr nochmal drüber. Damit der Notarzt noch ein bisschen was zu tun hat. Nochmal über den Kopf und dann nochmal über den Kopf vom Notarzt drüber und dann mal auf der Stelle gewendet. Sehr schön. Oh Mann, oh Mann. Also manchmal bin ich dann doch ein bisschen müde. Erwarte Befehle. Dahin laufen. Was geht's? Dahin laufen. Der hat's gleich. Höre. Wird gemacht. Aufladen. Oh Gott, was Leute. Geht's? Mein Jawohl. Leute. Ja, zack, rein Problem. Und weg. Kann doch nicht so schwer sein. Notarzt, wo bist du? Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Bin Basis. Ja? Komm, kümmere dich mal um die. Hallo. Kein Problem. Höre. So. Er kann doch gerade nicht. Achtung. Eine offenbar betrunkene Person das randaliert auf offener Straße und greift Passanten an. Verhaften Sie den Täter und transportieren Sie ihn ab. Kümmern Sie sich um alle etwaigen Opfer. Etwaige Opfer, da hier, schon wieder direkt vorm Table Dance Schuppen. Ist klar, ey. Alter Falter, ey. Also, alle zwei hierher. Verstanden. Dann ist hier wahrscheinlich irgendjemand verletzt. Brauchen wir einen Notarzt. Zu Befehl. Und ein Rettungs geht gerade nicht, ne? So, jetzt frage ich mich gerade, wo ist denn der andere Notarzt eigentlich? Weiß egal, ja. Immer den. Sofort. Was geht's? Du kannst heim, ne? Es zieht sich ganz schön hier, ey. Hallo? Aufladen? Schafft ihr das vielleicht noch? Hallo? Hallo? Bist du noch einen Schritt auf Seite oder was macht ihr denn jetzt hier? Warum macht ihr denn nichts? Was geht's? Okay. Kann das so schwer sein? Okay, aufladen. Ach, die. Höre. Die sollen doch darüber. Bleib doch mal da stehen. Den müsst ihr doch den noch mitnehmen. Höre. So, der muss doch da rein. Sofort. So, betrunkene Randalierer. Ach, da läuft er ja. Wo ist die Polizei? Wo ist die Polizei, wenn er braucht? Stopp! Kannst du dir einfach weglaufen? Wo ist die Polizei? Wo ist die Polizei? Hierher bitte. Sofort. Jetzt lass die doch mal in Ruhe hier. Du blöder Idiot. Meine Güte, ey. Ja, hau ihm auch noch aufs Maul, ey. Bin dabei. Los, dahin fahren. Ist die Polizei da? Ist die Polizei? Ich hör's. Ihr kommt. Wo seid ihr? Ich brauche euch. Hallo, ich hab euch doch da schon längst hingelotst. Ja? Ah, seid ihr kacke, ey. Freunde, seid ihr kacke. Dahin. So, nochmal kurzer Blick auf Explosion. Ja? Der ist fertig, ne? Da kann immer noch nach Hause. In Ordnung. Ah, die brauchen noch ein bisschen. Höre. Ja? Erwarte Befehle. Wo sind denn die anderen hin? Was geht's? Egal, wir kümmern uns jetzt erstmal um den hier. Erwarte Aussteigen. Befehle. Verstanden. Jetzt reicht's aber mal hier, ne? Bin dabei. Jetzt haben wir mal Feierabend hier. Was geht's? Sofort. Hallo! Erwarte Befehle. Ihr seid so scheiße. Könnt ihr bitte da euer Pfefferspray einsetzen? Wofür seid ihr denn gut? Was geht's? Ist in Arbeit. Nicht Wird zu fassen, gemacht. Ey. So.